Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Let's Play. In der letzten Folge haben wir angefangen, wir haben uns einen Bauplatz ausgesucht für die Monsterfalle und da werden wir heute auch weitermachen. Ich habe in der letzten Folge aufgehört, den Weg zu machen, da werde ich aber auch noch ein bisschen umdisponieren, weil wir brauchen für die Wege einfach viel zu viel Kies und so viel Kies findet kein Mensch. Und wir brauchen den Kies für andere Sachen. So, jetzt gucken wir mal kurz hier in der Truhe. Ich muss da ein paar Sachen vorbereiten. Ich nehme auf jeden Fall den Gerechten mit. Das Zeug, das schmeißen wir jetzt einfach mal alles da rein. Ja, ist egal, alles da rein. Das Futter nehmen wir mit. Irgendwo habe ich noch mal Futter. Ach, hier haben wir noch Futter. So, die schmeißen wir rein. Kies lassen wir alles da, das lassen wir auch da, das lassen wir da. Was wir noch mitnehmen, ist Holz. Nehmen wir mit. Das Eisen nehmen wir mit. Das Eisen nehmen wir mit. Und ja, eine Leine nehmen wir auch mit. Das lassen wir da, die Axt nehmen wir mit, das Ei lassen wir da, das lassen wir da, die Eisenaxt lassen wir da. Was wir brauchen, sind die Fackeln und jetzt muss ich nochmal zurück zu unserer Tinkerschmiede. Halt! Und da nehmen wir unseren Dings mit, wie heißt's? Ja, unsere Werkbank, unsere Spezialwerkbank. Geh da rüber. So, und den Kollegen hier geht es allen gut. Wie ihr hört, ich habe hier ein bisschen die Playlist verändert. Ich habe ein bisschen andere Musik reingemacht. Mal gucken, wie es euch gefällt. Könnt ihr da gerne mal in die Kommentare schreiben. So, jetzt gehen wir mal kurz da runter und holen uns. Ja, wir nehmen auch noch Eisenblöcke mit, weil wir werden ganz viel Eisen brauchen. Kurz unser Schwert in die Hand nehmen, nicht dass wir es gleich da Besuch bekommen. So, sieht friedlich aus, was haben wir hier noch drin? Ja, bleibt auch alles da, da nehmen wir nichts mit, wir nehmen einmal die Erde mit. Cobblestone, 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 ja, werden wir auch noch haben. So, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Die Lagerraum für die Schmiede. Hallo, ich habe gewusst, dass du da bist. Den Lagerraum hier werden wir auch noch fertig machen, aber jetzt nehmen wir mal Cobblestone mit. Und ja, diese Werkbank nehmen wir mit. So, was haben wir hier noch drin? Das bleibt alles da. Das bleibt auch alles da. Und da haben wir noch Eisen, das wird mitgenommen, die Kohle auch. Gut, dann geht es jetzt schnellen Fußes Richtung unsere Baustelle. So. Ja, im Hintergrund, ihr werdet es hören, wir haben Vogelgezwitscher und Autos. Ich habe mir das heute einfach mal erlaubt. Wir haben so schönes Wetter und ich lasse hier einfach jetzt mal offen. Damit man ein bisschen frische Luft bekommt. So, also gut, jetzt geht's direkt los zur Baustelle. So, wir haben ja heute unsere Samstagsfolge. Das heißt, drei Folgen am Stück, also nicht direkt am Stück, sondern heute kommen drei Folgen. Dann gucken wir doch mal, dass man in der Monsterfalle einiges geschafft bekommt. Den Rest in der Monsterfalle, also sagen wir einen großen Teil, werde ich dann wahrscheinlich auch wieder offscreen machen, weil das wird dann wahrscheinlich für euch doch zu langweilig. Und ja, mit den Wegen, da werden wir uns noch ein Design überlegen, ohne wie heißt's, ohne diesen Kies werden wir wohl einen schöneren Weg bauen können. So, wir sind angekommen, hier ist unsere Baustelle
Und wir werden jetzt, damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, wie groß das wird. Ich habe nichts dabei, um das Pferd anzuzünden. Ja, das Pferd anzuzünden. Stopp. Erstmal. Holz. Wir brauchen Holz. Und es wird dunkel. Also es heißt, wir werden gleich mal kurz schlafen. So. Bevor uns die Monster hier überraschen. Gut. Bett nehmen wir natürlich wieder mit. Und das brauchen wir für unseren Hope. Dann machen wir uns gleich mal kurz eine Werkbank. Normale. Zack. Und werden uns einen Zaun machen. Jawohl, so. Und zack, 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 zack. Ein Schwarzeichenholzzaun. Jetzt hoffen wir mal, dass das heute funktioniert. Damit wir hoch da angebunden bekommen. Oh, komm hoch. Nein, es funktioniert schon wieder nicht. Och Mann, ey, warum nicht? Also gut. Dann machen wir uns halt jetzt. Nein. So. Noch eins. Muss reichen. Dann machen wir für Hope halt, dass der uns nicht abhanden kommt. Hier ein kleines Gatter. Ja, toll. So. Zack, zack, zack. So. Und du kommst da rein, dann gehst du uns nämlich nicht verloren. So sieht's nämlich aus. Ja. Wir kommen nicht raus hier. Doch. Nein, doch, nein, doch. Ja. Haben wir noch. Wir brauchen noch Stickies. Und dann machen wir uns halt. Zack. Sehr professionell, was ich heute hier mache. Äußerst professionell. Lass mal hier drin. So, wir fangen an. Wir brauchen unseren Gerechten, das repariert. Und ja, wir machen das folgendermaßen. Wir werden uns jetzt hier erstmal in die Tiefe graben. Wir gehen auf die Tiefe runter, die wir brauchen. Gehen wir runter bis zum Grundgestein, weil das wird ein sehr hoher Bau werden und ich möchte den Bau dann so weit wie es geht im Untergrund behalten. Wir fangen einfach mal an und hoffen mal, dass wir nicht irgendwie auf Lava stoßen und dass wir verbrennen. Ich hoffe es mal nicht. Also wir gehen jetzt einfach mal so weit runter, wie es notwendig ist. Oh, vorsichtig. Vorsichtig.
schon hell hier. Okay. Da ist Lava. Okay. Das Loch werden wir jetzt erstmal stopfen. Ach du gute Neune. So. Das Loch stopfen wir jetzt erstmal. Gut. Da haben wir ja Schwein gehabt. Oh, guck mal, da ist wieder Kies und eine Riesenhöhle haben wir hier entdeckt. Die werden wir dann bei Gelegenheit natürlich auch mal erkunden. So, jetzt gehen wir mal hier. Gucken wir, dass wir wieder hochkommen. Und wir machen genau hier an diesem Punkt weiter. Da liegt unser ganzes Material. Gucken, dass wir runterkommen. So. Gucken wir mal, wie tief wir hier kommen. Wir sind schon ziemlich tief unten. Und unten werden wir uns dann gleich mal eine kleine, wie heißt das, eine kleine Basis bauen. Ne? Mit Werkbank und so weiter und so fort. So, hier ist Erde. Jetzt wird es langsam interessant. Oh, oh, ich hör Monster. Wir müssen aufpassen. Machen dann mit dem Erdfahrstuhl. Ah, so, wir sind unten. Wir sind im Grundgestein angekommen. So, jetzt machen wir hier gleich mal Folgendes. Bauen uns hier eine Fläche hin. Zack. Und gehen hier 1, 2, 3, 4, 5. Wo sind meine Fackeln? Ach du grüne Neune. Was schmeißen wir weg? Den Pfeil. Machen wir hier gleich eine Fackel. Wir müssen hier jetzt, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Dasselbe machen wir hier auch. 1, 2, 3, 4, 5. Das wird sozusagen unsere Grundfläche. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier dasselbe. 1, 2, 3, 4, 5. So, und das höhlen wir jetzt natürlich gleich aus. Schön Fackeln hinmachen. Ich habe keine Lust auf Besuch hier. So, jetzt müssen wir mal kurz das machen. Ich muss unser Hammer reparieren, sonst funktioniert der Pfeil nicht mehr. Also bin ich ja mal gespannt, ob YouTube uns diese Musik hier erlaubt. So. Und dann werden wir uns von unten nach oben arbeiten. Natürlich holen wir uns hier die ganzen Rohstoffe. Ey, wir werden Rohstoffe ohne Ende bekommen hier bei diesem Bau. Auch ein Redstone werden wir brauchen. So. Das geht ja relativ flott hier.
Das wird der Boden. Und jetzt werden wir uns dann von diesem Punkt aus stellen wir mal kurz unsere Werkbank dahin. Werkbank? Habe ich die jetzt oben gelassen? Tatsache, ich habe die Werkbank oben gelassen. Naja gut, dann brauchen wir schnell eine. So. Bauen wir uns hier schnell eine Werkbank hin. Und dann ein paar Truhen. Wir werden ziemlich viele Truhen brauchen. Machen wir die gleich mal. Dass wir das ganze Material gelagert kriegen. Machen wir mal 16 Truhen. Fangen gleich mal hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Können wir hier gleich mal ein bisschen einsammeln. Dann machen wir dasselbe. So. Dann gucken wir, dass wir hier gleich ein bisschen Ordnung kriegen, dass man das nicht so durcheinander alles macht. So, hier machen wir alles Cobblestone rein. Einsammeln voll der Rest. Cobblestone und so weiter und so fort. Cobblestone, Cobblestone. Nehmen wir machen ja ganze Steinzeug rein. So. In die andere Truhe. Hier kommt dann das Wertvolle. Wie Eisenerz, Rubine, Redstone. So mal noch einsammeln. Ich hoffe, dass wir in der ganzen Aktion nicht von Lava überrascht werden. So, da haben wir Erde, da haben wir noch das und das. Erde werden wir brauchen. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Da haben wir 41 Lapis Lazuli. Das ist natürlich ein Wort. So, hier holen wir auf jeden Fall das Eisen raus. Was wir noch gleich bauen werden, ist ein Ofen. Werden wir alles brauchen. Ein Ofen. So, dann haben wir alles. Wir haben die Werkbank. Denn hier, den stellen wir dann auch noch auf die Seite, nicht hier mitten rein. Und Kohle haben wir, den Eisenerz gleich anfangen mit brennen. So. Zack, zack. Gut, dann holen wir uns jetzt hier das Eisen raus. Wir nehmen die hier. Aber wir machen die alte kaputt hier, komm. Die machen wir kaputt. So, das Eisenerz haben wir und dann holen wir hier das Uranium. Wo wir natürlich auch. Wir lassen hier nichts verkommen. Und hier haben wir noch Lapis Lazuli. Holen wir natürlich auch alles mit. Und die Kohle. Oh, wir haben Nacht. Ich sollte vielleicht mal kurz schlafen. Aber wir sind eigentlich weit genug weg vom Dorf. Dürfte nichts passieren. So. Bett stellen wir mal hier hin. So. Brauchen wir nicht unbedingt jetzt ständig aufbauen. So, die Kohle haben wir gesagt, brauchen wir. Ich muss bloß aufpassen hier, dass man nicht Lava stoßen, weil das wäre echt tödlich hier unten. Ich glaube, so tief waren wir noch nie, ne? Aber im Moment hatten wir ja Glück, was Lava angeht. So, hier machen wir gleich wieder zu.
So, Eisen. Das tun wir gleich hier rein zum Brennen. Kohle auch und der Rest kommt hier rein. Holz machen wir auch mal hier rein. Die Fackeln brauchen wir. Okay, gut. Ich denke mal, den ersten Schritt haben wir jetzt vollbracht zu der Falle. Das Eisen lassen wir auch hier. 64 Eisenbahnen, weil wir werden ziemlich oft das Werkzeug reparieren müssen. Wir bauen uns jetzt hier quasi von dem Punkt an 30 Blöcke nach oben. Und das werden wir uns dann in der nächsten Folge, werden wir uns da eine Markierung setzen, damit wir wissen, wie hoch wir müssen. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und in der nächsten Folge werden wir hier weitermachen. Da ist noch ein Loch, wo wir stopfen müssen. Wir haben hier unsere kleine Basis, das ist gut. Und von da aus werden wir uns nach oben arbeiten, bis wir das Tageslicht mit erreicht haben. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.